Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze einfach mal in so einem Auto drin und auf einmal kommt ein riesiger Hammer von oben und will mich komplett zerstören. Das werden wir heute machen. Ich werde ganz viele verschiedene Fahrzeuge einfach mal unter den Hammer hauen. Und wie soll ich sagen, ich werde sie einfach komplett zerledern. Freunde, es wird sehr, sehr wild. Wir spielen heute wieder Brickmix. Haut gerne auf den Like und auf den Abo, wenn ihr Brickmix feiert. Und ich würde sagen, let's go. Es ist ein schöner Sommertag und ich sag mal so, ich habe hier einen kleinen Tuk-Tuk platziert. Und jetzt guckt euch das mal an. Einfach ein riesiger Hammer. Und den werde ich gleich losschicken und mal gucken, ob der Tuk-Tuk das überleben wird. Ich meine, guckt euch das Ding mal an. Ich kann damit auch noch ein bisschen rumfahren. Hier auf ganz entspannt. Also, er fährt, ja. Ich will euch hier nicht veräppeln. Das Ding fährt. Das Ding ist nagelneu sozusagen. Ich platziere das hier einfach auf dem roten Ding. Steig aus, gehe hier vorne zum Hammer. Und das Ding, das sieht doch einfach original absolut riesig aus, ne? Und ich bin echt gespannt, ob der Tuk-Tuk das packen wird. So, ich gehe mal hier hin und ich würde sagen, down. Und... ach, das glaube ich ja wohl nicht. Was? Was ist denn das? Der Hammer ist auch broke gegangen, aber ich meine, guck dir mal das Auto an, das hat es einfach mal komplett zerteilt. Also später werde ich auf jeden Fall auch nochmal so einen Panzer da hinstellen und so mal gucken, ob der Hammer das auch schaffen wird. Okay, muss ich dazu noch was sagen? Das ist einfach ein Tintenfisch und den platziere ich auch mal da. Und diesmal bin ich auch gespannt, was der Hammer so machen wird. Ich denke, den kleinen Thaddäus, den wird es auf jeden Fall mal komplett zerledern. Ich gehe mal hier nach kurz nach vorne und Abfahrt. Oh, guckt es euch an, wir gucken uns mal ein bisschen Slow-Mo an. Da kommt der Hammer einfach runtergepilgert. Thaddäus, schwimm doch weg. Einfach so ein Tintenfisch mit Reifen. Und? Doch. Hat der Hammer nicht geschafft. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Auch das hat der Hammer geschafft hier. Auch der Tintenfisch, Freunde, den hat es einfach komplett zerballert. Also schreibt mal in die Kommentare, was das sein soll. Das ist anscheinend so ein Auto mit Partyhütchen. Und ich sag mal so, das Ding müssen wir natürlich auch hier irgendwie platzieren da drauf. Aber, warte mal, also das lässt sich ja mal ganz komisch lenken. Ich kann das gar nicht lenken, sag mal. Was soll das denn? Egal, also dran glauben muss es auf jeden Fall, ja. Ich gehe mal hier vorne wieder hin, guckt euch den an. Er denkt sich so, hä, wo ist denn hier die nächste Geburtstagsparty auf ganz entspannt? Aber nein, das Ding werde ich runterjuckeln und... oh, mein Gott, was? Alles klar, da hat er ganz einfach vorne oben drauf, Freunde, putz, das war's mit dem Ding komplett. Nehmen wir mal die etwas mutierte Thomas die Lokomotive, ja, ich meine, ihr seht das ja, sieht auch ziemlich cool aus, ich habe ja schon einige Folgen mit Tommy gemacht, aber mal gucken, ob Tommy auch das hier schaffen wird, ich habe später auch noch die mutierte Version. Okay, okay, so, erstmal aussteigen hier, ist glaube ich ganz gut platziert, der Tommy. Der sieht doch auch glücklich aus, also gar nichts los, der Hammer ist in Position. Wie wird sich Tommy machen, also, ich sag mal so, ich glaube, die Karten stehen nicht ganz so gut für Tommy. So, wir gucken, der Hammer kommt und da sind die Augen direkt ausgegangen und die Lichter und Tommy, aber ich muss sagen, nicht ganz so, was ist denn da los? Alles klar. Ich muss sagen, eigentlich Tommy nicht ganz so kaputt gegangen, wie ich dachte. Ich dachte, geht ein bisschen mehr kaputt, aber ist ja auch eine stabile Eisenbahn, ja? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay, alles klar. Nehmen wir mal ein bisschen was Größeres. Und zwar einfach so ein Flugzeug, aber nicht irgendeins. Nein, das ist nämlich eins aus der Zukunft und hat hier auch so Turbinen hier unten. Da könnten wir rein theoretisch auch... flieg! Flieg noch, solange du noch kannst. Alles klar. Los, flieg! Flieg! Alles klar. Okay, also entkommen konnte das Flugzeug auch nicht mehr. Oder der Hubschrauber oder was auch immer das war. Oder Hammer, Freunde. Einfach zu stark gewesen. Die macht sich jetzt eigentlich so einen Panzer da drauf. Und wird er es überleben? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich glaube persönlich, der Panzer könnte es auf jeden Fall easy überleben. Weil ich meine, so stark ist der Hammer auch nicht, ja? Ich platziere das Ding mal da drauf und wir sehen uns gleich. Oh, und... ah, runter! Alles klar, und... oh, der Hammer, er kommt, er schlägt... was? Was? Den Hammer hat es einfach komplett zerledert und der Panzer hat es easy überlebt. Ich hab's doch gesagt. Also jetzt bin ich noch gespannt auf die mutierte Version von Thomas. Guckt ihn euch einfach an. Einfach da chillt er und denkt sich so, ich bin Thomas, die blöde Spinne. Und da ist der Hammer. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal wieder nach hier vorne. Und dann machen wir mal auf ganz entspannt den Hammer runter. Und ich bin mal gespannt, was Thomas uns sagen wird. Boah, da kommt der Hammer angefahren und... was macht der? Was meint ihr? Was? Den Hammer, es hat ihn zerledert schon wieder. Also gegen Tommy und den Panzer. Ah ja,
Fall hat der Hammer eigentlich keine Chance, aber ich habe natürlich noch eine zweite Geheimwaffe am Start. Weil der Hammer ziemlich schwach war am Ende, habe ich jetzt hier einfach nochmal eine überdimensionale Waschmaschine am Start. Und wir können einfach hier die starten, wir können Wasser machen und noch ein paar andere Sachen. Also richtig, richtig wild. Da werde ich einfach mal mit ein paar Fahrzeugen reinfahren, mal gucken, ob die gewaschen werden können. Ihr seht, was ich platziert habe. Einfach mal Thomas die Lokomotive, aber als mutierte Spinne, ja? Ich glaube, es ist auch ein SCP-Monster. Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Hier die Waschmaschine und wir müssen natürlich erstmal aufmachen. Hey! Erstmal aufmachen. Dann kommt der Feuchtchen da gleich rein und dann machen wir zu. Was war denn das? Ich wollte ihn doch nur drin platzieren. Oh nein, also die Waschmaschine komplett durchgezündet auf einmal aus dem Nichts. Okay, nochmal, also die Waschmaschine ist auf. Ich habe jetzt hier nochmal den Bruder genommen mit dem Geschütz da oben drauf. So, also Tommy, ich fahr dich mal rein hier. Oh, ich bin gespannt, ob wirklich einfach mal Tommy das überhaupt schafft hier in der Waschmaschine. So, drin platziert, alles klar. Ich gehe wieder hier rüber auf easy. So, macht den Spaß natürlich auch wieder zu. Weil ich meine, wir wollen ja auch nicht nass werden. So, jetzt ist zu, Tommy ist da drin. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen Wasser rein. So, alles klar, läuft. Und Waschvorgang starten. LOL! Was passiert denn hier jetzt? Warte mal, willst du mir gerade sagen, dass die Waschmaschine kaputt gegangen ist? Aber immerhin ist Wasser da gewesen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir das jetzt aufmachen? Nichts. Also, wenn das die fertige Wäsche ist, wieso nicht? Kann man nochmal auf ganz entspannt aufhängen direkt. Aber Tommy hat es eigentlich auch, wobei es geht. Na doch, doch, okay, also er wurde auf jeden Fall ein bisschen gewaschen. Ich bin gespannt, wie das mit anderen Fahrzeugen aussieht. Unser nächstes Opfer ist in der Waschmaschine drin und zwar einfach ein Polizeiauto. Ich mache hier wieder zu, die Kiste, mach Wassermarsch und starten! Wow, wow, oh mein Gott. Guckt es euch an, wie es einfach gewaschen wird, das Polizeiauto. Ich meine, so eine Wäsche tut da... Was ist denn da drüben gerade explodiert? Ich meine, so eine Wäsche tut ja eigentlich auch gar nicht mal... Die Waschmaschine, ich glaube, die ist von Geisterhand. Was fliegt denn da alles raus? Die Waschmaschine wird hier noch mehr zerledern als... Jetzt brennt es hier auch noch? Was ist denn das? Das ist ja noch eine. Und hier? Also Freunde, ich glaube, ich muss einfach nicht verstehen, was hier gerade passiert, oder? Die Waschmaschine einfach komplett zerledert. Na, das sieht doch perfekt aus. Da muss jetzt direkt am besten noch was Zweites rein. Hallo, kann ich das noch aufmachen? Meint ihr, das Modul geht noch aufmachen? Ja, geht noch auf. Gucken wir mal rein hier auf ganz entspannt. Dreht sich doch noch auf easy. Und? Kann ich hier auf den Schiff... Wow! Was war denn das da eben? Jo, ich lebe noch auf easy. Also jetzt, warte mal, da frage ich mich gerade, wie ist es, wenn ich bei einer heilen Waschmaschine selber drin stehe? Okay, guckt euch das mal an. Jetzt bin ich hier einfach selber in der Waschmaschine drin. Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lang. Mach erst ein bisschen Wasser rein. Ich habe ja Silber. Ich kann ja gut schwimmen eigentlich. So, lass mir mal ein bisschen Wasser reinfüllen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch den Spaß einfach mal. So! Wo bin ich hin? Da bin ich, oder? Im Wasser? Ja, da bin ich. Okay, pass auf. Ich mach das Wasser nochmal aus. Jetzt haben wir hier genug Wasser drin. So, aus. Und da bin ich auf ganz... Hey! Auf ganz entspannt wieder ein bisschen am Start. Hier, guck mal hier. Kann ich auch mittler... Was ist denn da gerade passiert? Nein, es hat sich zu schnell gedreht. Och, Menno. Wuhu! Okay, okay. Passt auf. Ich werde mir einfach mal ganz schnell eine Waffe geben hier. So, geben wir uns das mal. Alles klar. Und, meint ihr, wenn ich jetzt auf die... Geh aus! Nein! Hilfe! Ich werde hier rumgeschleudert! Ist das hier der Schleudergang oder was? Ich schieße da oben einfach mal drauf und... Hat das was bewirkt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder? Macht es hier die Waschmaschine kaputt? Ich weiß es nicht genau. Oh! Nein! Ich habe den Motor geschrottet. Na gut, dann gehe ich jetzt hier mal raus, wieder auf ganz entspannt. So komme ich hier endlich raus. Lass mich raus! Also wir müssen diese blöde Waschmaschine auf jeden Fall noch irgendwie zerstören. Und zwar komplett. Oh, okay, ich habe gesagt, ich will die Waschmaschine nochmal komplett zerstören. Ich sitze hier einfach in dem schnellsten Auto in ganz Burberry. Ich sag's euch wirklich, das ist das allerschnellste Auto. Pass auf, ich gehe nur ganz leicht aufs Gas. Wow! Okay, das war's auch schon wieder. Das müssen wir nochmal probieren. Okay, eigentlich müsste ich, wenn ich so fahre, richtig reingehen. Oh mein Gott, was? Was? Da bin ich einfach komplett unter die Erde geglitscht. Und was passiert hier oben? Ist hier was explodiert oder so? LOL! Warte mal, das Haus vorher auch schon kaputt? Und hier einfach komplett zerstört den Weg. Also, ich würde sagen, eine Kleinigkeit können wir da auf jeden Fall noch rausholen. Ich habe Tommy hier beladen. Werde einfach mal versuchen, mit Tommy auf die Waschmaschine zu schießen. Aber
Ich meine, Tommy hat schon eine ziemlich starke Waffe oben drauf, aber auch das funktioniert nicht, Freunde. Also wenn ihr wollt, dass ich mal eine Folge mache, wo ich nochmal extra versuche, die Waschmaschine mit ganz vielen verschiedenen Bomben oder so zu zerstören, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr auch generell mehr Rikis-Folgen sehen wollt, tut mir einen Gefallen, schreibt es in die Kommentare. Tut mir so einen Gefallen, checkt gerne ein, zwei, drei Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video, habt einen schönen Tag, bis dahin und ciao, ciao.